Hallo, willkommen zurück bei Mass Effect 2. Dann können wir mal direkt noch Omega-Düse. Ein Maseportal. Omega. Genau. Damit wir diese Unterlagen mal abgeben haben. Und ich habe so das Gefühl, dass wir die auch eventuell bei der Daria abgeben können. Andocken. Ich bin gespannt, was da gut oder was schlecht ist. Und wenn, nehmen wir dann mit Schönes. Ne, könnte ich ihn mitnehmen. Omega dreht die bestimmt ab. So, und er hier, er fühlt sich bestimmt auf Omega wohl. So, dann hey, Gruppe Waffen, okay. Hab ich irgendwie Punkte? Nö, kann ich viel machen. Okay, alles klar. Moment, Tagebuch, was muss ich denn eigentlich machen? Ja, wo muss ich hin? Auf dem Markt von Omega. Dann der Markt war doch durch nie irgendwo. Ich? Hallo Freunde. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Haben Sie gesehen, was in diesem Päckchen ist? Warum? Haben Sie etwas Ungehöriges gefunden? Sicher nichts, worüber man sich aufregen müsste. Diese Information könnte Arias Organisation schwächen. Sie sollten massiv für Ihre Sicherheit sorgen, bevor Sie damit irgendwo hingehen. Sehr freundlich. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Reden wir übers Geschäft? Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, bewerben Sie sich noch heute bei... Ich wette, Mr. Anto wäre an dieser Information sehr interessiert. Und daran, wer sie haben will. Das würden Sie nicht tun. Oder doch? Es ist nicht für mich. Viele wollen Aria schaden und zahlen viele Credits für einen Ansatz dazu. Wenn Anto oder Aria das rauskriegen, bin ich ruiniert. Oder tot. Nee, los ist lieber. Aria kriegt raus, was sie vorhaben, Ish. Und wenn das passiert, beneide ich sie nicht. Ich krieg das schon hin. Niemand hat Aria seit Jahrhunderten besiegt. Und wenn sie mit ihren Klienten fertig ist, wird sie nach ihnen suchen. Sie haben recht. Ich muss von hier weg. Danke, werte Freundin. Sie haben mir vermutlich gerade das Leben gerettet. Komm schon, Sal. Wir müssen hier raus. Ja, ich glaube auch. Das hast du nicht überlebt. Credits. Sehr schön. Ingo? Gott. Wollen wir hier noch irgendwas? So, Moment. Moment. Habe ich doch gerade gemacht. Irritiert mich jetzt. Wieso ist denn der Auftrag nicht abgebrochen? Warte mal, kann ich die? Nee, warte mal. Hä? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich denke, ich hätte den Auftrag so abgeschlossen. Ah, hier. So, hast du noch irgendwas für mich? Nee, hast du nicht. Guck mal gerade mal, ob ich da trotzdem was abgeben kann. Oder ob man da auch irgendwie ein bisschen... Da ist das Ding. Nicht da irgendwas. Genau, die könnte man doch noch gucken, ob wir aus ihm kaufen können. Omega Markt. Arsch. Reden. Omega Markt stöbern. Nichts mehr. Sie sind zurück. Sie haben wohl etwas gesehen, das Ihnen gefällt. Nee, ich hab doch schon alles gekauft. Wieso? Achso, genau. Mit Kopfschussbaden. Es tauscht irgendwas. Komm. Sie brauchen Begleitung.
vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was so, kann okay. ich für Sie tun? Es ist alles gut. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Ich dachte, da könnte man. Schauen Sie bei meinem Kiosk. Ja, hinten. Marsch. Ja, das Ende ist nah, ist mir schon klar. Pakete für Ish. Beide Pakete wurden abgeliefert und Ish hat sich dafür bedankt. Okay, dann ist das wohl doch beendet und dann spinnt die Anzeige ein bisschen. Ah, egal. Würde ich sagen, können wir hier wieder dann haben die zurück. Dann wäre es, denke ich, so langsam an der Zeit, um wieder Hobbys hier weiter zu machen. Weil die zwei DLCs, die lasse ich immer noch ein bisschen. Mach's ja schon dann. Nö, mir wohl auf die Normen die. Können wir uns mal um die Reaper FFS kümmern. Auch immer das ist. Okay, nein, ha. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ah, danke, Kelly. So, wir müssen ja schon noch hier hin. Ah, wir haben doch wieder ein paar neue Sachen. Oder? Hammer, dann wie? Jüdischer Schaden, ja. Das wollen wir doch auf jeden Fall machen. Hier irgendwas? Nö. Ja, aber immerhin Abyss. Terminal, gucken wir mal. Oh, das ist ja einiges. An die Normen, die besten Dank von Raphael Cologne. Der Kolonie Fargon. Ah, okay, okay, okay. Genau, das war das Schiff. Ja, er bedankt sich mal, das ist nett. Update über die Anlage auf Pragia. Die Revolte, die Einstellung des Projekts befohlen hatte. Ah, okay, das war von der Mission von The Jack. Immer das ist Sklave, dass die überlebende Kinder medizinisch behandelt haben. Artefakte katalogisiert. Projekt Feuergänger, die von gesammelten, ja. Okay, okay. Daten zur Atmosphäre. Ach, Projekt Feuergänger. Alarm, Sicherheit gefährdet. Okay. MSV Rosalie hat ohne Autorisierung Signale an einen unbekannten Zielort gesendet. Mhm. Ach stimmt, denn Dr. Kais haben wir ja gar nicht gefunden, oder? Oh ja. Das können wir dann fertig machen. Uns neue Wege in der Erforschung von Energieumwandlung und Biotik. Okay, gut, aber erst vor folgende Jahre. Okay, aber ich glaube, da haben wir doch noch eine Mission jetzt gerade, oder? Nee. Das hat sich jetzt fast so angelesen, als ob das, Mission wäre mit dem Feuergänger, dass man der Dr. Kais da finden können.
Okay, es sieht schon... Aller Cluster. Ich muss mal gucken, irgendwas haben wir hier noch. Minusödland. Ach Gott, da waren wir auch noch gar nicht. Irgendwo stand noch was von einem Viper-Nebel oder so. Pylos Außenzone. Ah, das hatten wir. Viper-Nebel. Ach, du Unne, Dr. Kensen retten. Das ist auch noch so. Das ist dann die Ankunft wahrscheinlich. Ne, wir machen es erst mal hier weiter. Müsste doch Habal unser neuer, unser letztes Teammitglied irgendwie finden können. Ich weiß gar nicht, wie wann das passiert. So, da ist nicht viel in dem Planet. Ja, in dem System, sorry. warte mal. So, unerforscht. Machen wir es erst mal denn. Scannen machen wir noch schnell. Lete, Ergebnis hoch. Was können wir vielleicht gerade noch mitnehmen? Das wäre doch relativ sinnvoll, nehme ich an. Ich hoffe doch damit, dass wir nur der Mission wieder diverse Forschungsdinger kriegt haben. Was wir nur der Mission eh machen, da das die helfende Hauptmission ist. Nur Spezie mit der kompletten Crew. Und dann muss ich unbedingt dran denken, dass ich jeder froh, ob er was für die Normen die machen kann. Bei ein paar habe ich schon gemacht und bei ein paar glaube ich noch nicht. Beziehungsweise bin ich mal gar nicht sicher, ob ich das schon bei jedem gemacht habe. Na hopp, komm, hoch. Sonde gestartet. Das ist momentan noch nicht so überragend, das alles. Da ist aber noch was. Starte Sonde. Na komm, machen wir da noch was an. Wir haben schon gescannt. Können wir das auch noch schnell nehmen? Oh ja, ist doch schön. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Wow. Das ist doch mal Sonde unterwegs. Nicht schlecht. Es geht bestimmt direkt auf Mittel. Was sah ich dann? So, hier aber noch. Schönes. Starte Sonde. Abgebaut. Okay. Ging flott. So, 33%. Das ist dann wahrscheinlich die Reaper-Dingenskirchens. Nee, Lede, da war ich doch schon. Blöd. Oh, genau hier wollte ich doch hin. Nemosyn. Seht jetzt an wie irgendwie so Firma aus Terminator. Sonde unterwegs. Ja, ist doch mal Starte Sonde. Echt anständig. Darthofer, so ein mittlerer Planet. Starte Sonde. Und wir haben auch schon über 500.000 Iridium. Auch nicht schlecht. Starte Sonde. Und mal eventuell noch über 400.000 Platin. Doch auch was. Ja, du brauchst ein bisschen was hier. Muss man doch sagen. Sonde unterwegs. So. Okay. Und dann. No. Unglaublich. So, jetzt aber hier. Verlassener Reaper.
ein 2 Kilometer langes Schiff umkreist, das unverkennbar das Profil der Reaper aufweist. Dass der Reaper gestorben ist oder auf Minimalfunktion. Das könnte witzig wäre, wenn nimm mal dann doch nur mit. So, ich würde sagen, Brand nehmen wir mit, aber hier sind Kollektoren. Jacob, hä? Das soll ich Jack mitnehmen. Was hat denn die eigentlich alles? Bockwelle, ziehen, Warp-Munition. Oh ja. Könnte man mal probieren, hä? Das könnte man probieren. So, Grunt. Leider nichts für dich. Ah, Jack, sehr interessant. Bockwelle oder Warp-Munition. Oder soll ich hier was maxen? Bockwelle, maxen oder Warp-Munition. Hört sich aber auch cool an. Machen wir so. Ach nee, ich wollte auch andere Waffen mitnehmen. Verdammt. Für die Kollektoren dieser Strahler. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Jetzt ist klar, warum das Wissenschaftsteam sich nicht mehr meldete. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurrikans, was? Ja, das kann man so sagen. Was? Sind wir schon da? Was ist denn hier? Nicht hier. Anyway, wo wir sind. Ja, gucke sie ja schon mal. Ich habe mir das Schiff irgendwie anders schon vorgestellt. 1000 Credits. Arbeits. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. So, wir sind jetzt erst in dem, dem Schiff und in der Forscher. Unsafe. Was zur Hölle? Gibt's doch nicht. Unglaublich. Wieder verpeilt. Wow. Langsam. Ready gear. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandaner glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich
mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Aber nicht so gesund, deine Zuhörer. Norman, die ein Landetrupp. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. In einem Reaper gefangen. Ich will sofort jemanden erschießen. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung, der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Wow. Was ist das? Was ist das hier? Das ist jetzt wahrscheinlich... Was für ein Chaos. Hat sonst noch jemand Hunger? Wow. Warte mal, ich muss erstmal hier... Ach, du Herrje. Das sieht sehr ungesund aus. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuge bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Das Ding hat sie verkorkst. Ja. Da würde ich dir definitiv zustimmen. Oh oh. Kerben. Das sind Hochdrucktanks. Wow. Nichts kann mich aufhalten. Wow, die Jack wütet ganz schön hier. Ich bin Rogana. Schwächling. Ich dachte, die Geth hätten diese Husks gemacht. Gemessen an den Kosten müsste das Reaper-Tech sein. Oh, Audio-Log. Ich wollte nur bin laufen. Dabei. Eieiei, Husks, unglaublich. So, eigentlich darf ich jetzt. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandana würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade. Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Wo wir die Steuereinheit abgenommen haben. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Okay. Die sind irgendwie so ganz langsam durchgedreht. Scharfschütze! Ein guter Schütze. So gut, dass er sich mal zu erkennen geben könnte. Was? Achso, der hat eine Scharfschütze, wo auf die...
fertig. Weg hierher, wie kann ich denn diese Befehle ungültig machen? Eberus-Gewehr. Aus Energiequelle? Ja. Nämlich. Das sieht interessant aus. Doch, Präzisionsgewehrschaden, sehr schön. Bei irgendeinen Scharfschütze und jede explosive Kiste und. Ich bin Drogana! Ich leg euch alle um! Ja, ich helfe da dabei, keine Angst. Da flieht man auch da rum. Bleibt mir so gefallen. Umgehen. Machen wir mal, würde ich sagen. Och, was ist denn jetzt schon wird? Ach, ich war zu langsam da hinne. Scheiße! Ich hab keine Schilde! Nicht schießen, Shepard! Du hättest weglaufen sollen. Jetzt geht's auf den Grill. Hande. Während ich da hecke. Ach, da muss ich auch an. Ne? Deshalb können wir die Nummer öffnen. Gut, dann will ich sie erst hier hingucken. Das sind doch die Forscher, die sind ja nicht so ganz verhaskt, oder wie man das nennen kann. Irgendwas auf grün, nimm mal das Ding. Nimm mal das. Nimm mal das. Das ist wertvoll. Wehres Hautgewebe. Ist gut, dass wir da noch hergegangen sind. So, dann müssen wir aber jetzt hier weitergehen. Moment. Auch speichere, man weiß ja nie. So, das ist doch mal schön.
Oh. Ach du Sch... What the fuck? Ach du Scheiße. Shepard Commander. Ein Supergeath und er kennt uns. Spricht. Da er sie kennt, sagen sie ihm, dass ich seine Hilfe nicht brauche. Ein Geth? Wenn die nicht zu mehreren sind, zerreißen die doch gar nichts. Oh. Bereit machen! Du Scheiße, da hinten ist jemand. Das sehe ich aber erst. Das sehe ich aber erst, dass hinten so Fieber. So Ableger. Warte mal, könnt mal eventuell. L. So. Der Ableger ist tot, würde ich sagen. Jetzt immer noch dieses Forscherschiff, also Reaper-mäßig. Das sieht gar nicht aus momentan. Das ist irgendwie Forschungs... Irgendwie wie Infrastruktur, dass die in den Reaper reingebaut haben. Vielleicht sieht der Reaper innen so aus, aber wer ist es nicht? Friendly Fire, nicht so ganz. Spür den Blutrausch. Scheiße.
Jetzt geht's auf den Grill. Wie bei den Kung-Fu-Filmen. So. So, warte mal, da haben wir nämlich viel Muni. Das geht doch bestimmt. Ah. Warte mal, ich muss hier nur langsam in Deckung. Check bitte um. Wie will da Krieg anfangen drinne? Ah gut, ihre Waffe ist sehr damit schön. Damit lässt sich was anfangen. Ja, sehr schön. Bitte da, da hinten kommt sie. Das hast du schon hinten gemacht, schon aufgeräumt. Auf Terror aus, wie du Grunt. Noch ein bisschen Geld. Von deine Viecher. Okay, da. Oh fuck. Da. Mich verletzt niemand. So, warte, bis wir da wieder. Wow! Zu spät, jetzt bist du tot! Okay, die Eckhart's vorgezogen. Falsche Arbeiter unter den Lebenden. Nicht gut. Wow. Oder? Okay, jetzt sehe ich mal gut. Haben wir hier irgendwas vergessen? Ne, haben wir nicht. Wo ich auch noch die Waffe. Schwere Waffe. Ich habe keine Schilde.
mal bitte jemand. Ich kann mich nur noch so anregen. Ich bin Rogana! So, warte mal, ich hab doch hier noch, was ist denn das eigentlich? Rockwelle, okay, das bringt mir momentan gar nichts. Oh, Waffe für alle. Dartcreme. Ärger voraus. Zu spät, jetzt bist du tot. Oh nee! Okay, funktioniert da. Jetzt kann man machen. Kann man machen. Ich will eigentlich eher. Naja, egal. Du bist tot. Zu spät, jetzt bist du tot. Jetzt müssen wir nur noch den Masseneffekt-Kahn zerstören. Wow. Dann wird das Schiff zermatscht. Upsa. So, Bergungsgut nehmen wir natürlich mit. Und wir umgehen diese Tür. Verdammte Axt. Wenn die so dicht beieinander sind, ist das voll uncool. So, aber jetzt. Oh, Reaper FFS. Ist es das? Wo ist das Cerberus-Team? Hohohoho, mir haben was man wollte. Und können noch ein Wandsafe umgehen. Ich würde sagen, wir machen erst beim nächsten Mal weiter, weil ich habe keinen Plan, wie lange das noch geht. Und dann gucken wir mal, was dieses Reaper-Raumschiff noch für Überraschungen für uns bereithält. Und bis dahin dann, bye bye!